Dennis Weiland hat auch unter Jürgen Klopp gespielt, dem Alpha-Tier. Wie haben Sie ihn erlebt? Also ich habe nur positive Erinnerungen im Prinzip. Es waren 5 Jahre unter Jürgen Klopp, die dann zum Glück auch mit dem Aufstieg in die Bundesliga und dann 2 Jahre in der Bundesliga geendet sind. Und ich habe positive und sehr menschliche Erinnerungen. Wie waren die Ansprachen in der Kabine? Ja, natürlich emotional, wie das immer in den Berichten rüberkam. Aber man hat halt eben deutlich mal gemerkt, dass er zwar der Führer des Rudels war, aber eben auch ein Teil irgendwo dieses Rudels und dieses Rudel führen wollte, aber eben auch ein Teil dieses Rudels sein wollte. Das war dann also schon so impulsiv, damals auch schon, wie jetzt? Ja, definitiv. Definitiv war er auch damals schon so impulsiv, ja.